Wenn abends die Sonne in der ägyptischen Wüste versinkt und das ansonsten so farbenfrohe Rote Meer in tiefes Schwarz taucht, kehrt auch unter Wasser Ruhe ein. Das Riff schläft und somit auch die meisten seiner Bewohner. Doch manche werden erst zu dieser späten Stunde aktiv. So zum Beispiel die Rotfeuerfische, welche im Roten Meer äußerst häufig anzutreffen sind. Sie machen sich im Schutz der Dunkelheit auf Beutejagd. Diese skurrilen Fische beeindrucken vor allem durch ihre federartigen Brust- und Rückenflossen, in welchen sich ihr sehr schmerzhaftes Gift befindet. Dieses wird aber lediglich zur Verteidigung und nicht zur Jagd verwendet. Ihrem Aussehen verdanken sie auch ihren Spitznamen Löwenfische. Feuerfische ernähren sich hauptsächlich von kleinen Fischen oder Krebstieren. Dieser Einsiedlerkrebs braucht allerdings nichts zu befürchten, da er durch sein Häuschen gut geschützt wird. Um ihre Beute noch einfacher zu finden, nutzen die Feuerfische den Lichtkegel unserer Taucherlampen und sind dafür bekannt, Tauchern oft während des gesamten Tauchgangs zu folgen. Meistens jagen mehrere Exemplare zusammen. Sie suchen das Riff systematisch nach Beute ab, drängen diese mit weit gespreizten Brustflossen in die Enge und saugen sie dann blitzschnell durch Öffnen des Mauls ein. Dies passiert so schnell, dass es selbst in Zeitlupe kaum zu erkennen ist. Für die meisten Beutetiere gibt es da kein Entkommen. Unermüdlich suchen die Feuerfische nach ihren nächsten Opfern, welchen es vermutlich auch nicht besser ergehen wird. Ein sehr faszinierendes Schauspiel, welches sich Nacht für Nacht in den Korallengärten wiederholt.